Dem Sieg so nah und dennoch reichte es für den SV Waldhof Mannheim nur zu einem Punkt gegen Magdeburg. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Mannheim in Blau und Schwarz in der 53. Minute in Führung. Korte setzte sich gegen Ernst durch und bediente Valmir Soleimani das 1:0. Es war der erste Treffer des Mittelstürmers, nachdem er 5 Monate aufgrund einer Verletzung gefehlt hatte. Die Gäste aus Magdeburg stemmten sich gegen die Niederlage. Bis in die Schlussphase hinein fehlte dem Zweitliga-Absteiger aber das nötige Glück im Abschluss, wie hier beim Schuss von Bertram. Die Mannheimer von Trainer Bernhard Trares versuchten irgendwie, den Vorsprung ins Ziel zu retten. Doch in der Nachspielzeit gab es noch eine letzte Möglichkeit für Magdeburg. Und die nutzte Sören Bertram zum späten Ausgleich. Durch das 10. Saisontor des FCM-Angreifers gab Mannheim den Sieg kurz vor dem Spielende noch aus der Hand. 1:1 der Endstand. Mannheim ist als bester Aufsteiger der Liga Tabellenvierter.